Wird unser Handeln von den äußeren Umständen diktiert oder gibt es noch etwas zwischen dem Umstand und der Absicht zum Handeln? Und vor allem, wozu sollte man sich dessen bewusst werden? Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Heute geht es um ein schon fast triviales Thema, das wohl jedem Menschen sofort klar ist und das wir schon in einigen Videos kurz angerissen haben. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, dem Thema ein eigenes Video zu widmen. Als einführendes Beispiel ist vielleicht der H&M-Skandal vom Januar sehr anschaulich. Dabei soll es jedoch nicht darum gehen, wer was für einen Pullover anhatte. Ich möchte vielmehr auf die Reaktionen eingehen. Genauer gesagt geht es um die Gründe für die Reaktionen. Dazu teilen wir die Reaktionen einmal in zwei Kategorien. Bei der einen war es den Leuten eher egal und sie sind bei der ganzen Sache ruhig geblieben. Die Leute der zweiten Kategorie haben sich verhalten wie eine blamable, blindwütige Bande von Brüllaffen, die möglichst laut geschrien und zum Teil sogar randaliert haben. Wenn wir nun die Frage stellen, wieso die Reaktionen so unterschiedlich ausgefallen sind, sind wir schon beim Thema des Videos: Interpretation. Besser gesagt, dass unser Verhalten von unserer Interpretation diktiert wird und nicht von unserer Wahrnehmung. Das heißt also in diesem speziellen Fall, dass die zweite Gruppe von Menschen die Werbung gesehen hat und deren gesamte Interpretationsmaschinerie anfing zu arbeiten, bis sie das eben dahin interpretieren konnten, dass eine offensichtlich profitorientierte Firma ihre Kunden wegen Reichtums vergrämen will oder so ähnlich. Andere Leute, wie zum Beispiel ich, konnten in das Bild nichts Skandalöses reininterpretieren. Das heißt also, dass mir erstmal gesagt werden musste, wie ich das Bild gefälligst zu interpretieren und wie ich dann auf diese Interpretation zu reagieren habe. Wohin sowas im Extremfall führen kann, haben wir gesehen. Im Allgemeinfall können wir sagen, dass unser gesamtes Handeln mehr von Interpretation als von der Wahrnehmung bestimmt ist. Natürlich hat das Interpretationssystem seine Berechtigung, da wir ohne dem deutlich schwerer im Alltag zurechtkämen. Das heißt jedoch nicht, dass wir es stets auf Autopilot laufen lassen müssen. Wir können unsere eigene Interpretation der Wahrnehmung bewusst verändern. Das machen wir prinzipiell Zeit unseres Lebens, da wir immer etwas Neues hinzulernen. Das heißt, wir lernen auch immer wieder neue Arten der Interpretation und gelegentlich auch neue Arten, auf diese Interpretation zu reagieren. In der Regel ist diese Veränderung eher unbewusst und stark von unseren Mitmenschen abhängig. Wie zum Beispiel bei dem Skandal, bei dem Leuten wie mir erstmal eine neue Art der Interpretation beigebracht werden musste. Damit kommen wir zum Zweck, warum es sinnvoll ist, sich dessen bewusst zu werden, dass wir die Wahrnehmung nur interpretieren und auf die Interpretation reagieren. Dadurch gewinnen wir nämlich die Freiheit, die Wahrnehmung nach Belieben auf unterschiedliche Weisen zu interpretieren und zu reagieren. Das bedeutet besonders, dass es dadurch leichter fällt, das eigene Verhalten zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. Was du bei dir hinterfragen bzw. ändern wollen würdest, musst du natürlich mit dir selbst ausmachen. Soweit ist das Thema erstmal so trivial, dass es zu einem Kalenderspruch zusammengefasst werden kann. Interessanter wird es jedoch, wenn wir genau hinschauen. Damit meine ich so genau, dass wir sagen können, dass wir auf die Interpretation der Wahrnehmung reagieren. Hierfür können wir wieder diesen Skandal als Beispiel nehmen. Was haben denn die Leute wahrgenommen? Einen Jungen in einem bestimmten Pullover oder doch nur optische Reize, die zu einem Jungen interpretiert wurden, der seinerseits zu einem angeblichen Statement der Firma interpretiert wurde? Ja, das mag auf den ersten Blick unnötig genau erscheinen, wenn wir sagen, dass bei zum Beispiel einem Bild erstmal nur optische Reize und bei einer Stimme nur Geräusche wahrgenommen werden, die wir in was auch immer interpretieren. Doch mit so einer genauen Betrachtung können wir so langsam die Reise Modell Castanedas beginnen. Wir sind praktisch am Gartenzaun angekommen. Vorher waren wir noch in vertrauten Gefilden. Wenn wir nun also diese Sache mit der Interpretation so genau betrachten, kommen wir zu dem Hauptziel der Übung, in der es darum ging, alles gleichzeitig wahrzunehmen.
Wenn man das nur intensiv und regelmäßig genug übt, kann es nicht nur helfen, den inneren Dialog zum Schweigen zu bringen, es kann auch helfen, das eigene Interpretationssystem zumindest zeitweise abzuschalten, da es einfach überlastet wird. Dieser Zustand wird im Modell Castaneda als innere Stille bezeichnet. Wenn du fragst, wie man diesen Zustand erkennt, wäre die klare und vielleicht zugleich unbefriedigende Antwort, dass man es erkennt. Da dieser Zustand jenseits der Interpretation ist, lässt sich die Wahrnehmung definitionsgemäß erst im Nachhinein interpretieren. Ich persönlich würde es so beschreiben, dass es so vorkommt, als würde ein trüber Schleier weggezogen werden und dass man merkt, dass man schon die ganze Zeit auf diese Weise wahrnimmt. Diese Wahrnehmung jedoch durch die Interpretation der Wahrnehmung stark getrübt wird. Warum sollte man nun an diesen Punkt kommen wollen? Neben einer klareren Wahrnehmung bietet es die Freiheit, das Interpretationssystem neu zu gestalten, nach eigenen Bedürfnissen und ohne der Indoktrination, die wir durch unsere Mitmenschen erfahren, die uns sagen, dass man zum Beispiel einen Jungen in einem speziellen Pullover gefälligst als skandalös interpretieren muss.